Mächtige Mauern, hohe Wehrtürme, Häuser, die dicht nebeneinander stehen. Schmale Gassen, ein großer Marktplatz vor dem Rathaus. Das sind Spuren mittelalterlicher Städte, die noch heute sichtbar sind. Doch das Aussehen allein machte damals noch keine Siedlung zur Stadt. Für die Entstehung einer Stadt, also für diesen Stadtwerdungsprozess, der eine längere Zeit in Anspruch nahm, waren mehrere Voraussetzungen erforderlich. Die verkehrsgünstige Lage, die wirtschaftliche Basis, um die Entwicklung der Siedlung zur Stadt zu ermöglichen und andererseits auch deren Bestand sicherzustellen und die Unterstützung durch den künftigen Stadtherrn, den Landesfürsten. Ein wesentliches Charakteristikum einer Stadt, wie ihn auch auf zahlreiche Stadtansichten zeigen, ist die Stadtmauer. Sie ermöglicht es, die Stadt im Krisenfall verteidigen zu können und schließt so die Stadt gegen das Umfeld ab. Die stabilste Ringmauer und die beste Lage nutzte bei der Stadtwerdung aber nichts, ohne die Zustimmung des Landesfürsten. Dieser konnte das Stadtrecht vergeben und somit ein Dorf oder eine vorstädtische Siedlung mit umfangreichen Rechten ausstatten. Das Stadtrecht war meist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Im Enser Stadtarchiv liegt ein besonders wertvolles Stadtrechtsprivileg. Dieses Dokument ist die älteste im Original erhaltene Stadtrechtsurkunde Österreichs. Sie steht am Beginn der stadtrechtlichen und auch stadtgeschichtlichen Entwicklung in unserem Land. Daher darf sich Enz auch mit Recht als älteste Stadt Österreichs bezeichnen. Ausgestellt wurde sie am 22. April 1212 hier in Enz auf Wunsch der Enser Bürger vom damaligen Landesfürsten Herzog Leopold VI. Sechs Bürger sollen sich durch einen Eid verpflichten, dass sie über den Handel und alle Angelegenheiten, die der Stadt zu Ehren und Nutzen gereichen, Anordnungen treffen, gegen die der Stadtrichter keinen Widerspruch zu erheben hat. Diese bürgerliche Selbstverwaltung ist ein entscheidender Grundstein der heutigen Demokratie in Österreich. Durch die Verleihung des Stadtrechtsprivilegs schuf sich der Herzog hier in Enns eine wichtige politische und wirtschaftliche Basis. Auf der einen Seite hatten die Bürger die Pflicht, ihre Stadt im Krisenfall zu verteidigen, und andererseits kümmerten sich die Bürger in der Selbstverwaltung ihrer Stadt um jene Anliegen, die für die Wirtschaft, für das soziale Leben, für das Zusammenleben in der Stadt von entscheidender Bedeutung waren. Der Herzog delegierte oder übertrug ihnen quasi Aufgaben, für die er als Stadtherr letztendlich verantwortlich gewesen ist. Das Stadtrecht legte den Bürgern also Pflichten auf, räumte ihnen aber auch viele Rechte ein. Als vollwertige Mitglieder der Stadtgemeinde konnten sie die Freiheiten der Stadt genießen. In der Stadt hatten nicht alle Bewohner die gleichen Rechte. Neben den Bürgern gab es unter anderem die Nichtbürger, zu denen etwa Mägde, Knechte, Lehrlinge, Dienstboten und Taglöhner zählten. Sie bildeten die Mehrheit der Stadtbevölkerung, durften aber nicht, wie die Bürger, am politischen Leben der Stadt teilhaben. Nichtbürger konnten zwar das Bürgerrecht erwerben, doch sie hatten in der Regel zu wenig Besitz dafür. Trotz der großen rechtlichen und gesellschaftlichen Unterscheidungen zogen im Mittelalter viele Menschen in die Stadt und die Einwohnerzahlen stiegen schnell. Bei einem Bauernhof mit mehreren Kindern kann beispielsweise nur ein Kind den Hof erben. Und es stellt sich die Frage, was machen die anderen Geschwister? Einige werden sicherlich am Bauernhof bleiben, als Dienstboten, als Hilfskräfte am Hof. Andere werden aber vielleicht den Weg einschlagen und in die Stadt gehen. Die Leute sehen in der Stadt Möglichkeiten eines beruflichen Aufstieges, eines sozialen Aufstieges. Sie hoffen sich hier Anstellungsmöglichkeiten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und so geschieht es, dass vom Land vermehrt Leute in die Stadt strömen, weil sie hier neue Gestaltungsmöglichkeiten und eine Zukunftsperspektive für ihr eigenes Leben sehen. Der Traum nach einem besseren Leben lockte Menschen verschiedener Herkunft und unterschiedlicher sozialer Stellung in die Stadt. Ein Trend, der bis in die Gegenwart anhält. Dort, wo viele Menschen eng zusammenleben,
sind klare Regeln, die ein friedliches Zusammenleben ermöglichen, besonders wichtig. Wenn ein Bürger jemanden verstümmelt an Hand, Fuß, Auge, Nase oder an irgendeinem anderen Glied, so gebe er dem Richter 10 Pfund und ebenso viel dem Beschädigten. Wenn aber der, der den Schaden zugefügt hat, das Geld nicht aufbringen kann, dann werde über ihn geurteilt nach dem Gesetz Aug um Aug, Hand um Hand und so bei den übrigen Gliedern. Das ist ein Beispiel aus dem mittelalterlichen Stadtrechtsprivileg der Stadt Enns. Es zeigt, wie das Regelwerk innerhalb der Stadtmauer für Recht, Ordnung und Frieden sorgen sollte. Es wird darin klar zwischen Bürgern und Nichtbürgern unterschieden. Denn handelt es sich bei dem Geschädigten zum Beispiel um ein Mitglied des Hauspersonals, so hat ein gewaltsamer Angriff, auch mit schweren Folgen, keinerlei strafrechtliche Konsequenzen für einen bürgerlichen Täter. Die Stadtrechtsurkunde enthält eine Reihe von rechtlichen Bestimmungen. Dominant und den größten Raum einnehmen hier strafrechtliche Bestimmungen. Dann gibt es Bestimmungen zur Prozessordnung, erbrechtliche Bestimmungen, kaufmannsrechtliche Bestimmungen und schließlich auch Bestimmungen, die den Friedensbereich regeln. Die Stadt ist ein eigener Friedensbereich. Das Haus ist ein eigener Friedensbereich. Wir kennen alle noch den Begriff des Hausfriedensbruches. Wenn jemand unerlaubt in ein Haus eindrang, das heißt, wenn es ihm nicht der Hausherr, der Bürger, erlaubt hat, dann wurde er bestraft. Konnte er die Summe nicht bezahlen, wurde ihm sogar die Hand abgeschlagen. Alle diese Bestimmungen haben aber eines zum Ziel: das wirtschaftliche und vor allem das soziale Leben in der Stadt, den sozialen Frieden, das Zusammenleben sicherzustellen. Etwas, das bis heute seine Aktualität bewahrt hat. Damals wie heute ist Enns ein Standort mit einer starken Wirtschaft, sicheren Arbeitsplätzen und hoher Wohn- und Lebensqualität. Und so ist Enns, die älteste Stadt Österreichs, auch keineswegs veraltet. Sie hat sich im Laufe der Jahrhunderte von der römischen Siedlung am Donaulimes zu einem Zentrum Österreichs im Mittelalter bis zur heutigen reizvollen Kleinstadt entwickelt.